Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Cradle. Ich bin der Baume und in der letzten Folge hatten wir mit unserem Lieblingsraketenstraßenbahnführer, dem Zukunftsbaume, gesprochen, Tabaha. Und wir haben gemeint, wir hätten noch ein paar Fragen zu unseren Eltern offen, nachdem wir einiges Interessantes über den Garten bzw. über das Krankenhaus dort hinten gehört haben. Unterbar meinte, wenn wir Fragen zu unseren Eltern haben, dann sollen wir nur diesen Schlüssel nehmen und uns an das Nachtschränkchen unseres Großvaters machen. Das wird dann wohl dieses hier sein. Das sieht interessant aus. Flashlight Attachment. Ich stecke mir das mal in die Tasche. Eine Lederschachtel. Ein Passport auf den Namen von Bajin Dalha. Und ein Rezept für einen Scooter-Tire. Ein Scooter? Scooter sind doch Rennautos, oder? Ein Rad? Ein Rennwagenrad? Ein Rezept? Nee, eine Rechnung. Grandpas Bajins Tagebuch. Auf der Innenseite sind einige Notizen, knappe Notizen. Die zwei Seiten, die von dem Lesezeichen angegeben werden. Our dance with text is a message von Anubis. It is a message for Anubis. Eine Nachricht für uns. I'll only read what's addressed to me. I'll read all the entiries. Entweder können wir das gesamte Tagebuch lesen oder nur das, was für uns ist. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der... Allerdings, wozu sind solche Tagebücher gut, wenn sie nach deinem Tod niemand liest? Ich habe den Sinn von Tagebüchern nie so ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil ich nie eins geführt habe. Ich hatte sowas ähnliches. Aber ich würde niemals so weit gehen zu behaupten, dass das ein Tagebuch war. Aber da würde ich nicht wollen, dass da jemand drin rumstöbert. Allerdings nach meinem Tod wäre mir das, glaube ich, scheißegal. Ich meine, wenn ich nicht mehr da bin, kann man da drin rumblättern, wer will. Ich hab's ja nicht... Lese ich alles? Eigentlich ist so ein Tagebuch doch auch für die Nachwelt, oder nicht? Wofür hält man es denn sonst fest, damit man es nicht vergisst? Ich lese alles. 8.18.58. Well, now the home of my son is empty. Nun, jetzt ist das Zuhause von meinem Sohn leer. So fate has decided. Das Schicksal hat entschieden. Ich werde mich nicht beschweren. Either Providence knows best. Weder... All that's left for me is to pray for them. Mir bleibt nur noch übrig, für sie zu beten. I'll head out in the morning. It's over 200 miles. Better not forget a gas canister. Es sind über 200 Meilen. Ich mache mich bereits morgens los und vergesse am besten nicht den Benzintank. It will be dark. I get there. Es wird dunkel sein, wenn ich dort ankomme. The wake will go on all night. The wake will go on all night? And come morning I'll be gone, leaving everything as is. Okay. Und der wird verschwinden, bevor der Morgen kommt und alles so zurücklassen, wie es ist. Providence has got a plan, to be sure. Providence? Vorhersehung. Ui. Okay, die Vorhersehung hat einen Plan. Das ist sicher. In which my role is a modest one, in der meine Rolle die geringste ist. As for the baby? Vielleicht für das Baby? Of course, I take care of him. I will take him with me to the Ulaanbaatar. I'm not so easily scared. Ich bin nicht so leicht zu erschrecken. Ich werde das Baby mitnehmen, ich werde mich um ihn kümmern. Und ich nehme ihn mit zum Ulaanbaatar. Jahre 58, immer noch. Wahrscheinlich unser Geburtsjahr. No use guessing now, es macht keinen Zweck zu raten. These parts won't let him go. No doubt about this. Evidently, we're decided to live here. What other option is there? Only abandoning him
And that I will not do. Okay, es gibt keine andere Möglichkeit, als hier zu bleiben und zu leben. Das Einzige wäre, ihn zu, tja, also das Baby, also uns wahrscheinlich, zu verstoßen. Ja, und das wird er nicht tun, unser Großvater. He won't drink milk, he won't eat anything. What do I feed him? Wir trinken keine Milch, wir essen nichts. Was soll er nur mit uns anstellen? He's growing so fast. Isn't it early for a 2-week-old child to walk on his own feet? And where did he go at night? And where did he go at night? Entschuldigung. Wir wachsen anscheinend sehr schnell. Ist es nicht ein bisschen zu früh für ein 2 Wochen altes Kind bereits auf eigenen Füßen zu laufen? Und wo gehen wir nachts nur hin? Das heißt, wir verschwinden des Nachts. Ennebisch verschwindet des Nachts. Bereits in einem Alter von 2 Wochen. Interessant. Can't figure out what it is he'd found. Some kind of a device. Wir haben anscheinend irgendein Gerät gefunden. Unser Opa wird nicht schlau draus. 3 days now has been playing with it. Dragging it through the dust. Gnawing at it. I suppose he's teething. Wir schieben es durch den Sand. Wir ziehen es durch den Dreck. Wir knabbern daran rum. Wir zahnen wohl gerade. Wir zahnen gerade. In welchem Alter ist das? Ich weiß nicht, wann zahnen Kinder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall knabbern die dann ja an allem rum, weil die Zähne müssen irgendwie raus, ne? He stopped growing. Hasn't changed in a week. A 5-year-old child is walking around the yard. Keep walking, son. Your appearance doesn't scare me. But how is that you look so much like him? I guess that's not far... I guess it's not for me to know. Providence has got a plan, in which my role is the modest one. Das klingt wie ein Mantra, was er immer sagt. My job is to pray. Okay, wir haben aufgehört zu wachsen und wir haben uns seit einer Woche nicht verändert. Ein 5 Jahre altes Kind. Wie zählt denn der hier die Jahre? Es ist doch immer noch das Jahr 58. Ein 5 Jahre altes Kind läuft um die Jurte. Keep walking, son. Your appearance doesn't scare me. Wir sollen weiterlaufen. Unsere Erscheinung wird ihn nicht verschrecken, auch wenn wir unserem Vater verdammt ähnlich sehen. Aber das geht ihn wohl nichts an. Oder das braucht er nicht zu wissen. Die Fügung oder das Schicksal hat einen Plan, in dem seine Rolle noch die geringste ist. Seine Arbeit ist, oder seine Aufgabe ist, zu beten. 5 Jahre später, ein Air Shuttle. Flew by yesterday. It's been a long time since we've seen one. I couldn't make out any people inside. Could be it used as freight? Fright? Fright? Einschüchterung? Fracht? Ein Frachtflieger? Ein Schiff ist vorbeigeflogen. Oder eine dieser Bahnen wahrscheinlich als Shuttle. Das kann auch sein. Es ist lange her, seit hier das letzte vorbeigeflogen ist. Er konnte keine Leute im Inneren ausmachen. Könnte vielleicht ein Frachter gewesen sein? Ja, darauf. What a meeting! Praise Providence, your reckless soul. You reckless soul. Aha, es gab ein Treffen. Dem Schicksal sei Dank. If it's were for Anabish, Utah Baja would still be lying in that flowerbed. But it's a solid money-making idea. This passage is free, which is always good. The tires on the Scooter won't need replacing. I'm gonna sell it. Der verkauft die Reifen an dem Auto. Wir bleiben anscheinend hier. Hier hat anscheinend das Blumengeschäft seinen Lauf genommen. Wir haben Tabaha. Unser Vater hat Tabaha das erste Mal getroffen. No more notes. Only the letter is left. Okay. Also wir wissen, dass unsere Eltern anscheinend gestorben sind. Oder ich vermute beim Militär waren, weiß ich nicht, oder eingezogen wurden oder sowas. Auf jeden Fall haben sie uns zurückgelassen. Ich habe nicht ganz das Schicksal unserer Eltern verstanden. Ist auf jeden Fall ein sehr knapp geführtes Tagebuch. So viel steht fest. Okay, die Notiz, die an uns gerichtet ist. Anabish, if you're reading this letter, this means your curiosity has led you into the past to your forebears. Okay, wenn du diesen Brief liest, heißt es, dass deine Neugier dich in die Vergangenheit zu deinen Vorfahren geführt hat. Your parents' belongings are locked away in chests. Die Güter unserer Eltern sind, die Besitztümer sind weggeschlossen in Kisten. I will give you the key with which you open them, but know this. No things will give you any answer until you ask yourself the right question.
Nichts von dem, was wir finden. Also er wird uns den Schlüssel geben, aber wir sollten eins wissen. Nichts von alledem wird uns eine Antwort geben, bevor wir nicht selbst lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Uns selbst die richtigen Fragen zu stellen. Of all the possible paths, only one will lead you to this question. Find this one true path, and may my modest assistance ease your search. Von allen möglichen Pfaden wird nur einer uns zu dieser einen Frage führen. Das ist der wahre Pfad, und möge seine geringste Assistenz uns die Suche erleichtern. You will need a ray of phantom light to illuminate your path, and a wise clue to make a right decision on a crossroad. Wir brauchen ein Phantomlicht, einen Strahl aus Phantomlicht, um unseren Pfad zu erleuchten. Und einen weisen Schluss oder eine weise Idee, um die richtige Entscheidung an einer Kreuzung zu treffen. In this drawer lies a rounded object. Use it to obtain the ray of light. In a book of wisdom you will find a clue. Then you got my grave. Stand on the largest stone and take a look around. Using the ray of light, look carefully and you will see the spot from which you begin your path. Okay, wir haben ein rundes Objekt in dieser Kiste gefunden. In ihm birgt sich der Lichtstrahl, den wir nutzen sollen. Es gibt ein Buch der Weisheit, in dem wir einen Tipp finden oder einen Hinweis. Dann sollen wir zu seinem Grab. Das Spiel hat sich gerade minimiert, freundlich wie es ist. Da ist es wieder. Warum auch immer. Wir hinterfragen das nicht. Schicksal. Wir sollen zu seinem Grab gehen, uns auf den größten Stein stellen und mit dem Lichtstrahl uns umschauen. Wenn wir aufmerksam sind, finden wir einen Punkt, von dem aus unsere Reise beginnt. A clue and a ray of light. I'll try to find them. Das Ray of Light haben wir auf jeden Fall. Und jetzt wissen wir auch, was wir mit der Taschenlampe tun sollen. Aber wo ist der Clue? Ein Straßenbahnticket? Eine Geburtsurkunde. Mail, first name. Ist leer, last name. Shagadi Dajmagul. 53. Father. Aha. Das ist anscheinend unsere Geburtsurkunde. Ein Bild unserer Eltern. Vajin's wife. Nein, ein Bild unserer Oma. Puh. Wo ist der Clou? Celebrations over modern ballistic associate blessing. Wo ist der Clou? Nee, danke. Jetzt darf ich das nochmal alles lesen. Ich hab's doch schon gelesen. Mit Escape komme ich leider nicht raus, da macht er nur das Menü auf. Ein Brief. Und die Rechnung für einen Wagenrad. Hast du mal ein Rad für mich? Nein, nein, ich will heute Abend noch wohin fahren. Okay, gut, wo ist das? Aber der Clou, wo ist denn der? The wise book with the clue. Da fehlt doch noch was. Da fehlt doch noch was. Soll ich mit dir reden? Wie kommst du eigentlich? Flickelflackerst du noch? Ja, nee, hol mal tief Luft. Darf ich denn deine Brüste klauen? Nein, geht gerade nicht, schade. Die nehme ich mal mit. Ab ins Inventar. Kann ich euch kombinieren, euch beiden? Piu, piu, piu. Kann ich euch... Nope, that doesn't work. Wieso? Steckt das doch aufeinander. Oder warte mal kurz, ich leg die mal hin. Huch, Entschuldigung. Dann nehme ich das in die Hand und steck das darauf. Ui! So rum. Ich habe ein Lichtschwert. Okay. New task added. Read the parable from the book under the unter dem Altar. Find Bajin's grave not far from the yurt. Use the flashlight and the clue from the parable to find the keys to the chest. Okay. Unter dem Altar soll der Clue versteckt sein. Ein Buch? Hier? Da ist es. Ein tibetanisches Buch der Toten. Pure the flames burn so brightly, so blinding, that pains the eyes to behold it. Pure with flame.
Meteor? Pure White meine ich doch. Was stand da gerade? Da unten rechts stand gerade was. Hier unten. Pure White Flames burn so brightly, so blinding that it paints the eyes. Behold it, pure white flame. Die reine weiße Flamme brennt so. Hä? Hä? Und die Pfeife, die hätte ich gern. Wie, das war's? Was für eine. Das Buch der Toten. Die reine weiße Flamme brennt so hell, so blendend, dass es in den Augen schmerzt. That it pains the eyes to behold it. Behold. Dass man es nicht erblicken kann. Pure white flame, die reine weiße Flamme. Okay, die Parabel haben wir gelesen, oder? Das ist doch der Altar. Altar! Oder gibt's hier noch mehr? Ich gehe mal los und suche das Grab. Vielleicht finden wir ja was. Puch, die Tür geht nicht mehr richtig auf. Das Grab hatten wir doch schon mal gefunden. Das ist doch... Pure White Flame. Welche Pure White Flame meint er denn nur? Und die schäbige alte Satellitenschüssel, die sieht so gut aus. Gefällt mir. Diese Kontraste zwischen modern und traditionell. Ich finde das sehr schön. Da sieht man auch, dass solche, das Glauben und Moderne ruhig Hand in Hand gehen kann. Und auch Tradition und Moderne, also jetzt nicht unbedingt Glaube, sondern auch wirklich Tradition und Moderne geht Hand in Hand. Technik und M-Buddies, ja, deshalb kann man ja trotzdem Tibetaner sein und dementsprechend beerdigt werden. War das nicht hier unten irgendwo? Wo war das denn? Hier hinten? Ich habe keinen Dunst. Ich glaube, es war hier unten irgendwo. Das Schicksal hatte uns schon mal an diesem Grab vorbeigeführt. Warte, ich folge nochmal dem Pfad. War das hinterm Haus? War das nicht hinterm Haus? Da drüben ist noch ein langer, dünner Ast. Vielleicht ist das das Grab. Ja. Ja, das ist es. Okay. Das war aber keine Parabel, die wir da gelesen haben. Das reine, weiße Licht. Das Licht des Mondes? Grandpapa Jean Balhar. Der ist nicht alt geworden, du. 69 nur. Grabstein. Wir sollen auf den größten Stein... Und von dort aus... Ja, welcher Stein ist denn der größte? Du da, hä? Du bist der größte. Komm mal her. So. Hussa. Okay. Das reine weiße Feuer blendet das Auge. Damit ist die Sonne gemeint, nicht der Mond, die Sonne. Okay, ich gehe mal den Pfad der Sonne hier entlang. Ich behalte derweil unsere schöne schwarze Lampe im Auge. Vielleicht können wir auch einen Zahn zulegen. Wir haben keine Zeit. Wir sind jung. Wir wollen noch Dinge tun. Schmutzige Dinge. Aber nicht hier. Vielleicht später. Mit Ida. Mal gucken. Vorher müssen wir sie reparieren. Hier lang. Das ist schön. Das ist wie eine Schnitzeljagd. Gefällt mir. Es sei denn, ich krieg gleich keinen Clou mehr. Da bin ich mich falsch gerannt. Warte kurz. Hä? Hier war es doch irgendwo. Jetzt habe ich tatsächlich den Anschluss verloren. Nee, ne? Arf. Shitty fuck. War hier? Nee, warte. Okay, warte. Nochmal, mit once again. With feeling. Zack, wir folgen der Sonne, nicht wahr? Der Sonne. Also immer hier lang. Okay, das ist der nächste Hinweis. Also immer hier lang. Okay, immer weiter geradeaus. Das ist doch der Pfad der Sonne, oder etwa nicht? Hier kommt aber kein Hinweis mehr. Ist das etwa schon das Ziel gewesen da vorne? Sollen wir hier irgendwo buddeln? Was ist das denn?
die Musik ist gerade so schön. Nee, die Musik ist nicht schön. Jetzt lässt mich gerade an der Nase herumführen. Von so einem blöden Rätsel. Geht ja wohl nicht. Das muss doch hier sein. Ja, es führt schnurstracks drauf zu. Das ist doch richtig, oder? Das, die weiße Flamme, das kann doch nur die Sonne sein. Und dann hier krach, boom, der Baum. Der Baum ist es. Wir finden den Schlüssel am Baum. Liegt er hier rum. Und es ist auch so passend, dass gerade Nacht wird. Also die Stelle hier verwirrt mich. Ich geb's zu. Aber das Schöne ist, ich kann ja offscreen noch eine Runde lang rennen. Hier ruckelt's wieder ein wenig. Wie seltsam. Oder ist die Sonne nicht gemeint? Ist der Mond gemeint? Ne, wir sollen... Das blendend weiße Licht, es blendet uns. Das Sonnenlicht blendet uns. Wir sind blind. Wir sollen dem Mondlicht folgen. Das blendet uns nicht. Außerdem ist der Mond gerade aufgegangen. Ja? Ja, ich bin noch drauf gekommen. Ich bin noch drauf gekommen. Ja, nicht. Setzt euch wieder hin. Alles cool. Bis zur nächsten Folge. Nächste Folge werden wir dem Mond folgen, weil der ist nicht so gemein, dass er uns blendet. Nicht schlecht. Da habe ich mich ein bisschen in die Irre führen lassen. Großaber, du bist ein... Da hat er da sein Tagebuch geschrieben? Schade. Ich dachte, wir könnten ein paar mehr Infos aus dem Tagebuch rausholen, außer dass unser Großvater uns alleine großgezogen hat. Aber es war ja auch ganz interessant zu wissen, dass wir einen wahnsinnigen Wachstumsschub hingelegt haben anscheinend. Irgendwas stimmt mit uns definitiv nicht, mit Ennebisch. Unser... Qualitätswert, sag ich mal, unser Schönheitswert ist nicht zu ermitteln. Wir sind innerhalb von ein paar Wochen 5 Jahre alt geworden. Wir haben anscheinend schon... Warum ist es jetzt so ruhig? Wo sind die Vögel hin? Wurden wir gerade gefressen? Geht wieder weiter. Schön. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssi.